Die Bürgerstiftung Reutlingen hat der örtlichen Theodor-Heuss-Schule jetzt einen Scheck über 3.500 Euro überreicht. Dieser ist zur Förderung der vorbildlichen Integrationsarbeit an der Lehranstalt in Form sogenannter FOBA-Klassen gedacht. Diese sollen Jugendlichen ohne ausreichende Deutschkenntnisse beim Spracherwerb helfen, ihnen das deutsche Wertesystem und die Kultur vermitteln. Das geschieht nicht nur über theoretischen Unterricht, sondern auch über Ausflüge, Theaterbesuche etc., also das Sammeln von Eindrücken vor Ort. Am Ende des Schuljahres sollen die Schüler dann reif für eine Ausbildung sein.